Wenn man früher so in Dortmund Leute traf, die so vielleicht nur eine Schlafanzughose anhatten und vielleicht so Flipflops, aber manchmal noch nicht mal die, und so laut vor sich hin redeten, da wusste man, ah ja, die sind da über den Zaun da oben, kommen gleich wieder ins LKH. Ja, ist ja, ich habe auch mal so einen getroffen. Ja, der ist halt spazieren gegangen, eine Zeit lang. Und dann muss er wieder zurück, ab Labeck. Und heute ist das anders. Also wenn man in die Fußgängerzone geht, trifft man häufig solche Leute. Letzten Dienstag zum Beispiel. Fußgängerzone, Dienstag, 15.45 Uhr. Es hört ihm niemand zu. Wie dumm. Der Sprecher hat kein Publikum. Den Mann ficht das ganz offenbar nicht an. Er spricht, so scheint's, damit er selber sich versteht, so laut es geht, was vor sich hin. Ihm hängt etwas am Kinn. Ein Knopf. Und links und rechts je ein Stück Draht am Kopf. Jetzt schreit er wie entfesselt. Ich hab doch den Termin mit mir! Wie, wo? Na hier! Vorm Karstadtfenster, schau doch her! Und dann, wie abgerissen, plötzlich nur noch nichts. Im Hintergrund rauscht leis der Fußgängerverkehr. Wahrscheinlich war der Akku leer.